Heute startet in Bangkok die UN-Klimakonferenz zur Vorbereitung des Weltklimagipfels im polnischen Katowice im Dezember. Dabei herrscht in Thailand Alarmstimmung. Der Vorsitzende der Konferenz, Fidschis Ministerpräsident Frank Bainimarama, kritisiert, dass dem Pariser Klimaabkommen keine Taten gefolgt sind. Ist die Klimakatastrophe noch aufzuhalten? Klicks um Science Fiction, herzlich willkommen. Ja, heute ist quasi Weltklimatag hier bei Klicks um. Heute Abend um 18 Uhr unser Klimastream, zu dem ich mich sehr freue, Marcel von den Datteltätern dabei zu haben. Und um 17.30 Uhr der Livestream schon hier für Kanalmitglieder und Patreons. In den Streams habe ich übrigens eine brandaktuelle und ausnahmsweise mal positive Nachricht für euch. Seid gespannt und unser Video heute zum Klimawandel. Was ist also los? Nichts muss man provozieren, zusammenfassen. Der Klimaschutz kommt einfach nicht voran. Wenn es so weitergeht, dann klimawandeln wir unseren blauen Planeten so, dass er eben nicht mehr blau ist, sondern verdorrt und die Menschheit das nicht überleben wird. Einen Vorgeschmack gab es schon jetzt. So sah Deutschland von oben aus jetzt im Sommer, nachdem Alexander Gerst in der internationalen Raumstation ISS einige Wochen immer nachts über Deutschland geflogen war, machte er am 6. August diese Aufnahmen. Gerst dazu: schockierender Anblick, alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte. Und das betrifft in diesem Sommer die komplette Nordhalbkugel. Zum ersten Mal, seitdem wir das Wetter beobachten, war die gesamte Nordhalbkugel in einem Sommer heiß. Zitat: davon sind wir alle überrascht worden und wir können derzeit nicht sagen, ob das ein Phänomen ist, das wir häufiger erwarten müssen. Aber das heißt nicht, dass es nicht passiert, nur dass wir es noch nicht wissenschaftlich belegen können. So Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Doch zum ersten Mal lehnt sich ein Klimaforscher extrem aus dem Fenster. Motif Latif, einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet des Klimawandels in Deutschland. Bisher war er immer extrem zurückhaltend und mied konkrete Bezüge zwischen Wetter und Klima. Selbst im letzten Jahr, als der durch den Klimawandel verlangsamte Jetstream mit einer Rossby-Welle, die dadurch stärker in den Süden reichen, einen Unwetter nach Deutschland katapultierte, vermied es Latif, einen konkreten Zusammenhang herzustellen. Und ja, das ist wissenschaftlich absolut korrekt, denn dass konkret diese Rossby-Welle durch den Klimawandel verursacht wurde, das kann niemand konkret nachweisen, wobei der Zusammenhang schon ziemlich deutlich ist. Aber Latif ist Wissenschaftler, ganz klar. Doch jetzt hat Latif seine Zurückhaltung aufgegeben. Die Hitze in diesem Sommer findet Latif, Zitat, außergewöhnlich, weil sie schon so lange anhält. Es bestätige sich mehr und mehr, was wir Klimaforscher lange vorausgesagt haben. Und das in Bezug auf den Klimawandel in Deutschland, so der Professor am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung zur Passauer Neuen Presse. Wetter und Klimawandel lassen sich also immer konkreter in einen Zusammenhang bringen und die Politik versagt. Wir haben ja gerade über eine von Greenpeace beauftragte Studie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik berichtet. These: Deutschland kann seine Klimaziele noch locker erreichen, wenn Kohlekraftwerke abgeschaltet oder gedrosselt werden und das ohne Gefährdung der Versorgungssicherheit. Aber die Politik tut einfach nichts. Es ist wirklich hochnotpeinlich. Wenn Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD warnt, Zitat, ein schneller Kohleausstieg stärkt die AfD, dann zeigt er damit nur eins: er ist kein Politiker. Überspitzt formuliert, er nimmt also die Vernichtung der Menschheit in Kauf, damit die AfD nicht stärker wird. Das ist aber sein verdammter Job als Politiker, das zu verhindern. Was sind das für Lappen bei den etablierten Parteien? Angela Merkel hat vor der letzten Bundestagswahl ihr Versprechen dazu gegeben, Zitat, wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten, das verspreche ich Ihnen. Ja, scheint sie jetzt nicht mehr sonderlich zu interessieren, denn von diesem Klimaziel sind wir meilenweit entfernt. Macht also mit und unterzeichnet die Petition bei change.org. Und hier geht es wirklich nicht um irgendeine politische Entscheidung oder Meinung. Ich denke, dass Linke wie Rechte und alle dazwischen die Zukunft der Menschheit retten wollen. Es geht nur um eins, kann ich logisch denken und verstehe, dass Prinzip von Wissenschaft und damit die Klimaforschung, oder habe ich in der Schule nicht richtig aufgepasst und vertraue Verschwörungstheorien? Erstere also, einfach hier draufklicken, und wenn ihr den Klimastream heute nicht verpassen wollt, dann ist hier der Link dazu. Mitglieder und Patreons bekommen zu ihrem Stream noch eine extra Nachricht. Mehr Calls to Action gibt es heute nicht. Bis dann. Bleibt dran.